Hallihallo, hier ist wieder euer Das Steffen Zockt mit einem kleinen Informationsvideo zum Thema Kanalvorstellungen von YouTube. Und zwar habe ich ja jetzt vor diesem Video gerade zwei Vorstellungsvideos gemacht von zwei YouTube-Kanälen von zwei treuen Abonnenten und Zuschauern. Und ja. Ihr wisst, ich habe ja schon mal eine Info gemacht, dass ich euch angeboten habe, dass ihr mir eure YouTube-Kanäle schicken könnt und ich die dann vorstelle. Mit diesem Video mache ich halt auch mal ein kleines Informationsvideo. Ich werde jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit öfters mal Kanalvorstellungen aufnehmen, nach und nach, dass ich sie abgearbeitet bekomme. Und ja, da könnt ihr gerne hier in die Kommentare bei diesem Video hier eure Kommentare reinschreiben und den Link eures YouTube-Kanals und den Namen eures YouTube-Kanals einschreiben, dass ich ihn dann mal bei Gelegenheit halt vorstellen kann. Wie gesagt, bis 800 Abonnenten mache ich das erst einmal. Also alles, was unter mein Kanal ist von Abonnentenzahlen her. Daher erstmal bis 800 Abonnenten fürs Erste. Aber ich werde dann bevorzugt natürlich immer erstmal die kleineren Kanäle rauspicken, die die wenigsten Abonnenten haben, weil die brauchen es ja eher als die etwas größeren. Da möchte ich schon gerne, was das angeht, fair sein den kleineren YouTubern gegenüber. Und daher könnt ihr ganz gerne, wie gesagt, eure Kommentare schreiben mit euren YouTube-Kanalnamen oder den Link reinschmeißen, wie ihr das möchtet. Mir ist das egal. Hauptsache, ich finde ihn dann. Wenn nicht, dann schreibe euch halt doch eine Nachricht. Und ja, wie gesagt, ich werde das alles abarbeiten dann. Aber ich werde bevorzugt mit kleinen YouTubern anfangen und dann mich hocharbeiten zu den größeren. Weil die kleineren brauchen das, wie gesagt, eher als große. Ne? Daher werde ich mit den kleinen anfangen. Nur, dass ihr das wisst und für euer Verständnis, dass ihr das dann nicht irgendwie böse nimmt oder falsch versteht. Oder meint ich vernachlässige eure Kanäle oder eure Kommentare? Das mache ich natürlich nicht. Ich werde auch immer auf jedes Kommentar, wenn ihr schreibt, antworten, dass ihr wisst, dass ich es gesehen habe und aufgenommen habe in meiner Notizliste, dass ich es nicht vergesse. Und ja, das war's dann auch schon für dieses Video eigentlich, für die Information, für die kurze. Ich wollte halt nur noch mal dieses Video machen. Als Info und wo ihr eure Kanäle einschreiben könnt in die Kommentare, dass ich sie dann Stück für Stück abarbeiten kann. Weil ich weiß, es gab noch einige, die sich bei mir schon gemeldet haben für eine Kanalvorstellung. Ihr könnt dann einfach mal bitte euren Kanal in die Kommentare schreiben und dann werde ich sie abarbeiten. Aber wie gesagt, bis 800 Abonnenten fürs Erste. Okay? Nicht über meine 900. Weil das bringt dann eh nichts. Also dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann ihr auch immer gerade das Video schaut. Und ja, bis zum nächsten Video dann, euer Da Steffen Zockt. Möge die Macht mit euch sein, meine treuen Zuschauer, Fans und Abonnenten. Also dann, ciao, ciao, ciao mit Doppel V, euer Da Steffen Zockt. Hey, hey, meine Freunde, Zuschauer und Fans, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder Abo da, worüber ich mich sehr freuen würde. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen, euer Feedback oder Kritik, wenn euch was nicht gefallen hat oder was euch besonders gut gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch auf meinen anderen Let's Plays vorbeischauen, die auf meinem Kanal laufen. Denn es laufen zu diesem Projekt noch drei weitere Let's Plays auf meinem Kanal. Und ihr könnt auch gerne freitags 20:45 Uhr bei meinen Livestream vorbeischauen. Würde mich ebenfalls sehr darüber freuen. Und ja, dazu könnt ihr auch gerne meinen Kanal weiter teilen oder auch für ihn Werbung machen, wenn ihr das gerne möchtet. Ich würde mich freuen über noch viel mehr Zuschauer und Abonnenten, die ich mit meinen Videos glücklich machen kann und die sich freuen, meine Videos anzuschauen.
Und ja, das war es eigentlich schon im Grunde, was ich so noch sagen wollte zum Abschluss des Videos. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, zum nächsten Video, an einem der anderen Aufnahmetage, besser gesagt, Let's Play-Tagen, wo sie erscheinen, also am Dienstag, Donnerstag oder Samstag. Bis dahin, eine schöne Zeit, euer Darth Steffen zockt. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane, Zuschauer und Fans. Ciao, ciao, ciao mit Doppel-V, euer Darth Steffen zockt.